Herzlich willkommen beim Zweikampfsofa und Neverwinter. Und da ich die Schatzlade der LOLs ja schon angearbeitet habe, mache ich nun weiter. Ich habe 23 Schlüssel. Also machen wir es kurz. Tasche auf und öffnen. Neuwürfelmarke. Reittieraufwertungsmarken. 500er Maluna Handelsbarren. Legendärer Drachenschlüssel. Leider nur einer. 500er Maluna Handelsbarren. Läuft. Legendärer Drachenschlüssel. Sturmräuberpferd. Okay. Wahlpaket episches Zaumzeug. Gestreifter Eulenbär und Neuwürfelmarken. Insignienpulver. 125er Maluna Handelsbarren. Stein der Gesundheit. Insignienpulver. Schutz der Bewahrung. Schutz der Bewahrung. Insignienpulver. Zinngolem. Halbmond-Insignie des Entrinnens. Großer Gutschein für gefrorene Schätze. Feuerer. Neuwürfelmarken. 125 Tamaluna Handelsbahn und episches Zaunzeug. Mein Gott, okay. Im Gegensatz zum ersten Opening war das hier so, sagen wir mal, naja. Epische Insignie, Stein der Gesundheit, gestreifte Eulenbär, Reittieraufwertungsmarken, Zaumzeug, Neuwürfelmarken, Gutscheine, Drachenschlüssel, Zinngolem. Schutz der Bewahrung, Insignienpulver, Sturmräuber für Feuerer und 1250 Handelsbahnen. Also insofern, immerhin Handelsbahnen bringt die neue Schatzlade gut, aber der Rest war diesmal im Vergleich zum ersten Opening echt Müll. Aber gut, man kann nicht immer gewinnen. Ich wünsche euch mehr Glück beim Öffnen der Schatzlade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.